Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Thiele Football zum Stadiontest von der MDCC Arena des 1. FC Magdeburg. Heute bin ich zum ersten Mal beim Zweitliga-Aufsteiger überhaupt im Stadion und wir testen natürlich wieder das Parken, die Stimmung sowie das Essen und blicken natürlich generell auf die Preise im Stadion, aber jetzt wie immer auch erstmal ganz kurz ein paar Daten und Fakten. An historischer Stelle des ehemaligen Ernst-Grube-Stadions, das fast 50 Jahre die Heimstätte des 1. FC Magdeburg war, wurde das neue Magdeburger Fußballstadion am 10. Dezember 2006 nach nicht mal 2 Jahren Bauzeit eröffnet. Kosten rund 30,9 Millionen Euro. Die Arena bietet bis zu 30.098 Zuschauern Platz. Für Ligaspiele stehen 15.598 Sitz- und 14.500 Stehplätze zur Verfügung. Dazu kommen 60 Plätze für Behinderte sowie 77 Plätze für die Presse. Zunächst wurde die Sportanlage Stadion Magdeburg genannt. Das Telekommunikationsunternehmen MDCC Magdeburg Citycom GmbH sicherte sich die Namensrechte aber dann an der Fußballarena, die somit seit dem Juli 2009 den Namen MDCC Arena trägt. 2017 erfolgte der letzte Umbau. Für 5,9 Millionen Euro wurde die Fantribüne im Nordbereich sowie der Gästeblock statisch ertüchtigt. Seitdem kommt das Stadion auf die angesprochene Kapazität von ca. 30.000 Plätzen. Ich bin heute in Block 20 unterwegs. Damit haben wir auch einen guten Blick auf das Spielfeld, die Nordtribüne sowie den Gästeblock. Vorher konnte ich mir den Platz dank einer virtuellen Stadiontour schon anschauen und das finde ich ist echt cool gemacht. Los geht's jetzt also mit dem Test der MDCC Arena des 1. FC Magdeburg oder besser gesagt, wie man es natürlich lieber hört, mit dem Test vom Heinz-Krügel-Stadion. Viel Spaß! Und damit hallo Fußballfreunde, auch nochmal aus Magdeburg. Hier sind wir vor der MDCC Arena und werden natürlich auch das Stadion heute mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Thema 1, und das ist für viele erstmal ganz, ganz wichtig im Thema Anreise, sind natürlich die Parkmöglichkeiten. Generell liegt die MDCC Arena außerhalb der Innenstadt, am Messegelände auch in Richtung der GTEC Arena. Dort wird ja sehr erfolgreich Handball gespielt und wir sind jetzt schon sehr, sehr früh dran. Gute 2,5 Stunden vor Anpfiff, generell dazu empfehlen, immer früh dran zu sein. Dann kriegt man auch, wenn Parkplätze vorhanden sind, auf jeden Fall Platz und hier sind welche vorhanden. Am Gübser Weg ist ein Parkplatz für PKWs, auch an der Friedrich-Ebert-Straße 68, also die beiden stehen auf jeden Fall zur Verfügung, auch reichlich Parkplätze für Gästefans. Und wenn ihr hier keinen Parkplatz ergattert, kostet übrigens 4 Euro, dann gibt es auch noch Parkplätze an der GTEC Arena und am Messegelände, auch nur ein paar Minuten weg. Das ist ja schon wirklich gut gelöst. Hier sehen wir nämlich schon, die Parkplätze füllen sich so langsam und hier ist aber auch noch ein relativ großer mit dabei, also das sind auf jeden Fall wirklich viele. Trotzdem rät Magdeburg auch zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, sind auch wie so oft im Stadionticket schon drin enthalten. Von außen die MDCC Arena natürlich mit relativ viel Beton, oben Blech. Ja, es gibt möglicherweise schönere Stadien, ich glaube, das kann man schon so sagen. Ansonsten haben wir da hinten direkt eine Grillstation. Ganz da hinten ist auch schon ein Fanshop aufgebaut. Auf jeden Fall ein cooler Flair für so einen Freitagnachmittag. Hier haben wir dann übrigens die Magdeburger Fankurve, direkt beim Parkplatz. Hier haben wir dann noch ein VIP-Zelt, nicht für uns, aber ist auch da. Denn ich habe heute Tickets im Familienblock, letzte Reihe, aber ist immer noch sicherlich mit einer sehr guten Sicht für 27 Euro. Also geht auf jeden Fall voll klar für ein Zweitligaspiel. Hier haben wir dann noch Eingang West, direkt mit den Blöcken oben, also alles sehr, sehr gut beschildert. Und was sehen wir hier? Eine Bierbude. Schön, da gehen wir hin. Da haben wir es doch, ein schönes Hasseröder. Hier haben wir übrigens noch die Magdeburger Fanbetreuung in dem Infomobil, in dem schönen alten Wohnwagen. Hat auf jeden Fall Flair. Geil. Und da hinten ist gerade noch Magdeburgs Fanshop auf Rädern angerollt. Mal gucken, ob es drin auch noch was gibt. Hier sind wir in der Schlange. In 3 Minuten öffnet es. Sollte relativ schnell gehen. Drin im Stadion hat eine halbe Minute gedauert. Traumhaft. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Ich sehe direkt eine schöne Holzhütte. Sieht sympathisch aus. Hier übrigens das VIP-Zelt nochmal von vorne. Ja, ist sicherlich ganz gut gelöst. Erstmal der Blick auf die Toiletten. Ja, gut angemalt. Wie so oft. Ja, riecht ein bisschen streng. Aber erstmal genug vorhanden.
Ich denke mal, hier kann sich gut stauen auf jeden Fall, wenn man dann in der Halbzeit oder so hier ist. Das wird schön Stau geben hier an der Tür. Aber gut, vorm Spiel easy. Und ganz da hinten werden dann noch irgendwann die Spieler einlaufen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist so. Da ist schon ein Verantwortlicher von Nürnberg. Cool. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Das hat was. Was auf jeden Fall cool ist, du hast wirklich sehr, sehr viel Platz hier. Also unglaublich viel Platz, um dich aufzuhalten. Das ist schon deutlich angenehmer als in vielen anderen Stadien. Und hier haben wir die Bratwurst mit schön Bautzener Senf. Schon ein bisschen kalt, aber für 3 Euro in Ordnung. Also vom Geschmack her, Brötchen, na, ein bisschen labberig, Wurst ein bisschen kalt, aber an sich ist die Wurst echt gut. Übrigens, Bratwurst gibt es nur an diesen Grillbuden, die eben hier ein bisschen schöner sind in Holzoptik. Da gibt es dann auch Currywurst, Krakauer, Buletten, Pommes, Nuggets und alles drum und dran, also sehr, sehr viel. Und an diesen normalen Kiosken im Stadion, da haben wir halt eben dann noch Bockwurst und auch ein Fischbrötchen. Jetzt haben wir nochmal eine Sprite. Bier gab es ja schon draußen. Bier kostet übrigens 4,50 Euro halber Liter. Sprite auch. In einem schönen Magdeburger Becher. Ja, Sprite schmeckt immer, ne? Ansonsten übrigens in Sachen Getränke, logischerweise Bier, Cola, Fanta, Sprite haben wir, Wasser, Limo und Schorle in Apfel, Rhabarber, Maracuja. Ansonsten gibt es auf jeden Fall genug. Kaffee, OSC gibt es ja sogar auch. Eis habe ich vielleicht vorhin vergessen an Sachen Essen. Also wer hier nichts findet, der ist selber schuld. Hier läuft gerade einfach so Magdeburgs Mannschaft durch. Hier war auch irgendwo Christian Titz. Wo ist er denn schon wieder hin? Achso, der macht gerade Fotos. Die laufen einfach so hierher. Krass. Und jetzt geht's rein in Block 20. Dann sind wir hier direkt am Spielfeld. Für uns geht's in Reihe 31, also sehr weit nach oben. Ich weiß nicht genau, warum hier überall so viel Platz ist, aber uns kann es egal sein. Ansonsten haben wir da hinten die Magdeburger Ultrakurve und da den Auswärtsblock vom 1. FC Nürnberg, in dem Fall heute. Ansonsten auch hier drin vom Aussehen her, ja, schon viel Blech und viel Beton, könnte man vielleicht ein bisschen schöner machen, aber okay. Aber der viele Platz hier oben ist auf jeden Fall angenehm. Es zieht zwar richtig hier, aber gut, schön hier. Jetzt haben wir hier nochmal eine Apfelschorle. Trüb für 3,50 Euro. Kann man nehmen. Ist natürlich nicht die schönste Farbe. Aber schmeckt. Und was ich auf jeden Fall hier sehr interessant finde, du hast hier direkt eine Säule vor dir und das zieht sich komplett durchs Stadion. Gut, statisch ging es wahrscheinlich nicht anders, aber schon ungewöhnlich. Halbe Stunde vor Anpfiff, es füllt sich langsam. Toiletten noch keine Schlange, aber beim Essen wird schon deutlich voller. Aber im Feld ist zu anderen Stadien alles immer noch echt ganz entspannt. Schlange auf relativ lang, halbe Stunde vor Anpfiff, aber es geht. Geht relativ zügig. Aus einer relativ langen Schlange wurden 10 Minuten Wartezeit. Das ist schon sehr viel. Ihm wird es gestockt, erneut aufgrund der Zahlung. Wie gesagt, mit Bar ist es nicht möglich, sondern nur mit Karte. Und da haken die Maschinen so ein bisschen. Jetzt haben wir nochmal 2 große Brezel, jeweils 2,50 Euro. Und jetzt gehen wir auch rein ins Spiel. Thank you.
Attacke, Spiel läuft. Magdeburg führt. War ein Eigentor. Schauen, wie lange es dauert oder wie schnell es geht. Vom Platz runter schon mal gut was los hier. Oh, hier ist die Schlange. Ich bin gespannt. Attacke. Zeit läuft schon. Oh, schon länger hier. 4 Minuten 42. Ja, das war dann schon mal deutlich länger als sonst. Und deswegen kommen wir jetzt auch rein in die zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit läuft. Das war's aus Magdeburg. Gutes Spiel gesehen, Wahnsinnsstimmung und mehr dazu gibt's jetzt auch im Fazit. Kommen wir also nun zu meinem Fazit über die MDCC Arena, über das Heinz-Krügel-Stadion des 1. FC Magdeburg. Wir blicken auf das Parken, die Toiletten, das Essen und auch die Atmosphäre. Ich vergebe Noten von 1 bis 10 und heute auf jeden Fall mal im Vergleich zu den anderen Videos ein bisschen kompakter, weil das, was ich jetzt sage, habt ihr ja schon alles gesehen. Also kurz und kompakt jetzt meine Noten. Erstes Thema, das Parken. Es sind auf jeden Fall genügend Parkplätze sowohl am Stadion als auch am Messegelände vorhanden. Ich bin schon gespannt, wie das mal wäre, wenn wirklich sehr viele Leute mit Autos kommen, wie das dann funktioniert. Aber so wie ich es erlebt habe, war das sehr gut und auch die Abreise ging extrem flott. Deswegen gibt es hier von mir eine sehr gute 9 von 10. Thema 2 und das sind die Toiletten. Vielleicht für manche gar nicht mal so wichtig, für andere aber schon interessant, was man dort so für Vergleiche ziehen kann. Und die in Magdeburg sind schon etwas älter, was ich aber persönlich nicht zwingend schlimm finde. Man hatte aber relativ lange Wartezeiten, vor allem in der Pause. Und das ist eben dann schon so eine Thematik, die Fußballfans, glaube ich, schon auf den Geist geht. Es gab auch ordentlich Stau in den Innenräumen. Und weil auch das natürlich ein wichtiges Kriterium ist, gibt es hier die Note 5 von 10. Machen wir weiter mit dem Blick aufs Essen und Trinken. Und dort kann ich auf jeden Fall sagen, war die Auswahl richtig gut. Klar, es war ein bisschen aufgeteilt. An den Kiosken gab es zum Beispiel keine Bratwürstchen. Die gab es eben dann an den Grillstationen, was aber ja auch nicht schlimm ist. Der Geschmack von all dem, was ich getestet habe, war wirklich gut. Auch wenn, wie angerissen, meine Bratwurst schon leider ein bisschen kalt war. Das Personal war super freundlich, super offen.
Allerdings sorgte die Kartenzahlung immer wieder für Probleme und dadurch auch für längere Schlangen. Und deswegen muss ich hier auch ein bisschen Abzug geben und bin bei einer 7 von 10. Atmosphäre, natürlich auch für viele Fußballfans das Kriterium schlechthin, und ich sage es immer und immer wieder, die Stimmung, finde ich, ist schwierig zu beurteilen, zumindest wenn man es wirklich objektiv machen will. Deswegen habe ich das jetzt auch hier wieder als Unterpunkt bei der generellen Atmosphäre. Aber zur Stimmung kann ich auf jeden Fall sagen, das war schon richtig stark. Und was ich wirklich positiv fand, weil ich habe ja auch schon einige Stadien, einige Fanlager erlebt, nahezu das ganze Stadion macht bei sehr, sehr vielen Fangesängen mit, und das persönlich freut mich immer sehr, wenn man eben auch auf dem Sitzplatz ist und dort wirklich auch die Fans mitmachen. Finde ich richtig gut, wirklich eine krasse Stimmung für die zweite Liga. Vom Ambiente her muss man logischerweise auch logistisch noch Schritte gehen, das muss und will man ja auch, und auch vom Aussehen, ja, gibt es halt schönere Stadien. Mein Sitzplatz war auf jeden Fall gut, man hat wahrscheinlich auch von überall im Stadion eine gute Sicht und ist nicht allzu weit weg vom Spielfeld. Allerdings sind halt diese Säulen schon ein Problem. Klar, sind sicherlich da wegen der Statik, ging nicht anders. Wenn du aber natürlich in jedem Block so eine Säule wirklich mittendrin hast, ist das alles andere als schön und sie stören halt dann. Und ich finde, dann kann ich das auch hier in so einem Stadiontest klar ansprechen. Und deswegen kommen wir hier auch zu einer klaren Note, und zwar zu einer 6 von 10. Wenn wir dann die ganzen Noten zusammenrechnen und durch 4 teilen, dann haben wir die Gesamtnote, und die lautet 6,75 von 10. Insgesamt habe ich mich im Heinz-Krügel-Stadion sehr wohl gefühlt und werde auf jeden Fall wiederkommen. Die Stimmung war wirklich gigantisch. Im Vergleich zu anderen Stadien muss sicherlich am Thema Infrastruktur noch was getan werden. In Magdeburg geht man aber Schritt für Schritt, und das ist auch genau richtig so. Grüße nochmal an alle Magdeburger, und in dem Sinne sage ich, macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Just you and I, just you.